Wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Freitag, der 8. Februar. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns heute auf den Freitag auf unseren Box Trade. Wir haben heute Morgen eine Trading Range. Jetzt hole ich meine Clubmedaille noch mal rein. Eine Trading Range von 66,75 Zehner. Wir haben eine Big Number bei 11.100, 11.000 oder 11.000, nicht 11.100, 11.000, also eine richtig starke Big Number. Wir platzieren auf das Tief die Order, wenn es so bleibt. Das würde bedeuten, wir sind hier bei 66 Short und 81 Long und haben noch 3 Minuten und 40 Sekunden Zeit bis zur Markteröffnung. Geht der Markt jetzt schneller schon hoch, müssen wir fein justieren. Die Alternative wäre heute dann um die Big Number 11.000er Marke herum. So, 16 Sekunden. Der Markt, gucken, ob er nochmal zurückkommt hier. 81 in unserem Eröffnungsrange. Also jetzt wären eigentlich offiziell unsere Orderzeit zu platzieren. 8.54 Uhr, 81, 85 wird jetzt gehandelt. 4 Punkte, 86. Mal gucken, ob der Markt da nochmal jetzt reinrutscht. 84, gehen mal auf den Minutenchart. Sehen das hier, das ist unser Level, 85, 4 Punkte, sind wir schon raus. Gucken, ob er nochmal zurückkommt. So, jetzt kommt er wieder ein Stückchen zurück. Und wir haben die Box platziert. Meine Damen und Herren, 82 gehen wir long und 67 gehen wir short. Jetzt geht er sogar noch ein bisschen runter. 80, dann können wir noch vielleicht ein Tickchen. Gucken wir, wenn er nochmal 79. Jetzt können wir die Box original platzieren. So, also wir gehen long bei 81, jetzt haben wir es geschafft. Und 66 gehen wir short. 81 gehen wir long, 66 gehen wir short. Der Kassamarkt wird wahrscheinlich mit einem Gap hier auch schließen. Öffnen von gestern Abend, ja, gestern nochmal den Kursrückgang. Gucken wir mal, wie es wird. 8.57 Uhr in 2 Minuten, dann die Markteröffnung in Frankfurt. So, und es geht dann jetzt los. 9 Uhr, wir sind long. Und der TP ist hier oben bei knapp 90. Wir sehen jetzt eine weiße Kerze, die reinkommt und raus. Danke, das war's. Und wir haben gleich danach ein Big Number Trade. Big Number Trade. Schauen wir mal, ob der Kurs hier nochmal reinrutscht. Und Big Number Trade wird aktiviert. Ich muss den Big Number Trade einmal rausnehmen, weil wir haben ein anderes Risiko. So, 0303 für den Big Number Trade. Muss ein bisschen schneller machen hier. So. Der Markt wartet noch auf mich. So, Boxlinien rein.
Gucken, ob er jetzt nochmal reinkommt hier in die Zone. Und aktiv der Big Number Trade. Also zweiter Trade für heute nach dem Eröffnungstrade, den ich kurz einzeichne. Und der Big Number Trade ist auch aktiviert. So, der Big Number aktiviert, dann sind wir im Short-Modus. Big Number ist dann die 11.000er Marke heute. 92 sind wir Short. Bei 11.007 würde die Long Order jetzt schon multipliziert liegen. Um 9.05 Uhr. Erste 5 Minuten Kerze ist rum. Wir sind mit dem Eröffnungstrade schon draußen. Und wir haben einen Big Number Trade laufen. Und der sollte jetzt noch ein Punkt. Und wir sind draußen auch aus dem Big Number Trade. So, zwei Trades hier kurz zum Frühstück. Ich zeichne den Trade kurz mal ein, die beiden. So, das waren zwei Stück. Ein Big Number, ein Eröffnungstrade hier in Gewinn gelaufen und ein Big Number Trade. Ja, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Und wir machen im Live-Trading-Raum hier ganz normal weiter. Und wir sehen uns und hören uns dann am Montag, wenn ihr Lust habt.